Weil sie ja ihren scheiß Schrei jedes Mal machen. So. Mein Gott, der mangelt halt so. Aber noch mehr Maden da drüben! Ja, okay, wir sollen jetzt halt mit dem. Wir könnten jetzt mit dem Mörser selber mal ein bisschen spielen. Okay. Das war kacke. Weil wir müssen ja eigentlich erstmal anziehen. Na komm. Darum, und dann müsste man halt gucken, in welche Ausrichtung, also ein Scheiß. Ich habe sogar einen getroffen. So, zack, dann sind die nämlich schon mal alle kaputt. Dann können wir jetzt Cole, glaube ich, müsste es sein, einfach fix wiederbeleben. Okay, es sieht auf jeden Fall auch so aus. Dass hier irgendwo eine Core-Marke noch versteckt sein soll. Da ist sie. Das gebe ich Bert später. Wegen dem Zeichen. Ich verstehe halt nicht, was Cole da schon wieder bei den Typen da macht. Ich habe keine Ahnung. Zack, na komm. Hau ab. Oh, Reaver. Hallo. Reaver sind scheiße. Ich glaube, Cole lebt wieder, ne? Ja doch, Cole lebt. Ich habe keinen Bock, hier drauf zu gehen. Komm. Alter, Sophia, ist mir scheißegal. Irgendeine. Bird. Bird, 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 Bird. Komm her, komm her. Schmeiß die Scheiße oder er lebt mich. Lass mich hoch. Geht doch. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen später gesagt. Das, geht doch. Zack. Geht doch. Sehr schön. Kadett, können Sie uns jetzt in Elliots Haus bringen? Natürlich, Sir. Durch das Tor da. Okay. Holy shit, das war knapp. Das war richtig knapp. Und wenn das schon das letzte war, dann würde ich sagen, dann hören wir auch hier auf. Dann passt es nämlich vom Rennen her. Und wir haben das Nachspiel freigeschaltet, was für uns super ist. Um ehrlich zu sein, interessierte es keinen, wie gut Sophia den Professor kannte. Aber ich glaube, wir wussten alle, dass uns nicht gefallen würde, was uns in seiner Villa erwartete. Achso, stimmt, wir müssen ja noch in eine Villa rein. hier lang? Ja, hier lang, okay. Und ich denke mal, in der Villa wird es denn auf was den letzten. Wir, wenn dein Freund, der Professor, nicht mehr ist. Wir lassen den Bot seine Computer hacken. Die Codes werden da drin sein. Also, okay. Schaffen Sie das, Kadett? Auf jeden Fall, Sir. Das sollte ja eigentlich alles kein Problem sein. Okay, und innen drin wird dann wahrscheinlich Cole dann weiter erzählen. In der Villa. Jo, Seahorse Hills, Abschluss. In der Villa des Professors. So still war es den ganzen Tag nicht gewesen. Dann sah wir Elliot. Okay. Ja, tot, ne? Gut. Bot, wir brauchen diese Startcodes. Hack dich in Elliots Computer. Hallo, Dr. Elliot. Sie haben eine neue Nachricht von Elliot Nora. Das war's also. Tut mir leid, Kadett. Er war mein Lehrer, Lieutenant. Was sonst noch passiert ist, ist passiert. Okay.
Deklassifizieren. Der Kilotrupp behauptet, eine überlegene Belagerungsmacht der Locust nur mit aufgesammelten Flammenwerfern abgewehrt zu haben. Locust setzt einen One-Shot. Nee, das lasse ich mal lieber. Was ist denn passiert? Er war verheiratet und hatte Kinder. Ich beendete es. Stromausfall. Reboot der Perimeterverteidigung. Bitte warten. Moment, was passiert hier? Keine Ahnung, der Bot hat einen Kurzschluss verursacht. So ist er wohl ins System gekommen. Stromausfall. Ja? Reboot der Perimeterverteidigung. Bitte warten. Bär, dein dämlicher Bot hat das Haus kaputt gemacht. Während des Neustarts nur so in das Haus strömen. Bot, hack weiter und hol dir die Startcodes. Alle anderen, hilft mir, sie aufzuhalten. Och nee. Das ging aber schnell. Stromausfall. Reboot der Perimeterverteidigung. Really? Ihr? Warum denn jetzt schon die Leuchtenden? Die sind halt ekelhaft. Die mag keiner. Die sind scheiße. Die Frage ist halt, wo stelle ich das dann am besten auf? Ich würde mal sagen, ich stelle das Ding genau hier rein. So. Und dann schauen wir mal. So, den Peilsensor beschützen und den Angriff. Bla bla. Das ist ja halt so viele Spackos schon hier in Beil ankommen, ne? Holy shit. Da sind auch... Oh, falsche Taste. Ich bin halt immer noch drauf, immer noch auf die alte Gears of War Steuerung. Zack. Kopfschüsse? Eine hat der andere auch. Okay. Ja, schade. Alter, mir leuchtet die Nase, ich weiß nicht warum. Verteidigung vorbereiten, Kilo. Wir müssen sie vom Bot fernhalten. Ja, ja, ist okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Welle kommt. Ja, ich würde ganz gerne noch irgendwie einen... wenigstens ein Geschütz noch haben. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob es hier kein Geschütz gibt. Ja gut, würde ich sagen. Auf ein gutes Gelingen, dass die Leute reinkommen. Ich hoffe mal, dass die von vorne alle kommen. Sieht gut aus. Oh. Also man sollte schon die Zecken treffen. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass Cole so weit nach vorne geht. Okay, Abschnitt 7, wie gesagt, wird wahrscheinlich der letzte Abschnitt sein. Okay. Das Ding hat aber auch einen Durchschlag, Mann. Zack. So, auf jeden Fall, wenn ich drinne bin, wenn der nächste Erzähler denn kommt, wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich Cole sein, weil er fehlt nur noch, werde ich denn halt die Aufnahme beenden. Dann sind wir bei 1 Stunde 45, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen ordentlich zusammenschneiden kann. Eieiei, das war knapp. Oh, da haben wir schon wieder einen. Da haben wir wieder einen Headshot gemacht. Ich finde das Ding wirklich cool, muss ich sagen. Uiuiui. Da haben wir nochmal einen. Fuck. Weil so kann ich mir meine Dingens halt mega aufsparen. Da kam gerade eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob die wichtig ist oder nicht. Es wird auf jeden Fall Zeit haben. Obwohl, ich muss mal ganz mal kurz rangucken. Weil ich kann mich denn ganz kurz mal entspannen. Okay. Es war nur clanmäßig, wann PCW und alles wieder wäre. Das kann ich nachher auch beantworten, das ist nicht ganz so wichtig. So. Jetzt holen wir ihn erstmal fix. 4 Wiederbelebungen hat er hier geschafft. Holy shit. Gut, William, also beziehungsweise er heißt ja Markus in echt. Ich glaube, der spielt Gears of War hat auch Gears of War auch wahnsinnig, glaube ich, durchgespielt. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch mit allen möglichen Deklassifizierungs-Kakter. Das heißt wahrscheinlich zu mehr, ich nenne es mal 100% durchgespielt. Ich höre aber noch einen. Ja, da kommt er. Der Jude Billion Black. Ich weiß gar nicht, wie er auf den Namen überhaupt gekommen ist, ehrlich gesagt. So, da haben wir ihn letztens.
Okay, den auch. Der Bot hat die Tür zum Rechner geöffnet. Jetzt kann er sich direkt ins System hacken und die Startcodes holen. Oh, da haben wir Muni. Ich dachte, er holt die Startcodes schon. Elliot hat ein Dutzend verschiedene Firewalls um die Codes, okay? Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Das stellen wir einmal dahin. Und der Bot... Aber nochmal Muni ist auch ganz so gut. Ich weiß, die Sache ist, der Bot ist jetzt direkt hinter uns, ne? Ja. Also die Frage ist halt, von wo die Typen alle kommen. Ne, ich werde nochmal kurz einen kleinen Abstecher nach hier rechts machen und mir die Muni von hier holen. Ist zwar nicht viel, aber es sollte eigentlich ausreichen. Ich hoffe mal, dass die nur von hier unten kommen. Okay, scheinbar sind sie ein bisschen zu blöd und versammeln sich da. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die... ...dass die hier hochspringen. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, der Flammenwerfer geht ja mal richtig ab. Komm schon. Der Flammenwerfer muss heil bleiben. Ich muss ihn bloß halt mal mit neue Munition füttern. Das ist so die Sache. Dazu muss ich da aber rankommen. Der Flammenwerfer ist halt mega krass, Alter. Holy shit. Gut, ist halt ein Flammenwerfer, ne? So, zack, einmal mit dem Muni befüllen. Lebst du? Ja, okay, der lebt. Kann man das Ding eine kaputt machen, den scheiß Mauler? Holy shit, Alter! Das juckt ihm aber auch nicht, ne? Ich werde gerade von überall beschossen, angegriffen und alles Mögliche. So, wenn er sich so lange duckt, habe ich auch kein Problem mit. Er weiß gerade nicht mehr, wen er angreifen soll, ist auch gut für mich. Nehmen wir mal kurz mal die Lancer-Munition mit. Dann können wir das alles machen. Ey, die ganzen Ratchets, obwohl die Ratchets sind noch ganz okay. Das sind halt nur Viecher, die halt die Muni ein bisschen auffressen. Das ist so diese Sache. Bei den Ratchets. Die sind einfach nur lästig. Was? Gib mal. Weil die sind nicht cool und auch nicht wirklich kraftvoll. Na gut, kraftvoll, die können einen auch schon umnocken, wenn sie in einem Rudel umherrennen. Ansonsten sind die Ratchets halt nur eine Plage. Alter, meine Augen fangen langsam an zu brennen. Das ist schon wie ein Zeichen, dass da ein Flammenwerfer liegt. Nee, dass da... Dass ich, schlechte Luft hier drin habe. Also zu trockene Luft. Schlechte Luft. Fenster kann ich aktuell nicht aufmachen, weil ansonsten ist es mega krass heiß hier drin. Weil draußen sind irgendwie 26, 27 Grad. Auch nicht sehr schön. Okay. Das heißt, wir nehmen die Berserkerin mal aufs Korn, ha? Okay, eine Berserkerin kann also nur verbrannt werden. Alles klar, ist auch sehr interessant zu wissen. Okay, aber bis jetzt lässt sie... Solange uns die Berserkerin noch in Ruhe lässt, können wir uns eigentlich erstmal um den Mauler hier kümmern. Zack. Und um den ganzen anderen Scheiß-Kleinkram. Die Frage ist halt,